In diesem Video schauen wir uns den zweiten Teil an, das zweite, was mega wichtig ist, damit du das nächste Jahr sehr gut überstehst, damit du die Krise sehr gut überstehst und damit für dich das Jahr, wie jedes andere Jahr wird, nämlich relativ, naja, entspannt, zumindest Entspannung, was das angeht, was die existenzbedrohlichen Situationen angeht, dass du davon keine hast, sondern dass es dir wirklich ganz gut geht. Natürlich arbeiten wirst du trotzdem viel müssen, das ist klar. Also was das angeht, haben wir uns, glaube ich, alle davon verabschiedet, ein entspanntes Leben zu haben. Viel Spaß dabei! Wir haben im ersten Video schon besprochen, ne, das Thema Liquidität, dass Liquidität super wichtig ist. So, und das zweite Thema, was super wichtig ist, ist tatsächlich dann der Vertrieb. Ne? Also der zweite ganz große Kernpunkt ist, den Vertrieb nicht nur im Auge zu behalten. Das sowieso, das setze ich voraus. Wobei, auch das kann man eigentlich nicht voraussetzen, da komme ich auch gleich zu, warum nicht. Sondern, dass der Vertrieb wirklich aktiv gestärkt wird, dass wir aktiv mehr im Vertrieb machen. Das heißt nicht, dass wir Leute einstellen müssen. Das heißt aber, dass wir bestimmte Regeln beachten sollten, die in der Vergangenheit nicht notwendig waren, weil es eh genug Kunden gab und weil im Endeffekt der Kunde, der Bittsteller war. Aber das ändert sich. So, woran merken wir das? Wir merken zum Beispiel, dass Abschlussquoten runtergehen. Leute, die bis vor, ich sag mal, 2, 3 Monaten noch eine Abschlussquote von 60-70% hatten, haben jetzt plötzlich eine Abschlussquote von 30-40%. Innerhalb von 2, 3 Monaten. Eine Sache, die so in der kurzen Zeit eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Sorgt aber dafür, wenn man überlegt, von 60% auf 30% runter, dass noch die Hälfte an Umsatz da ist. Und ja, das merkst du nicht jetzt, das merkst du auch nicht in einem Vierteljahr, das merkst du in einem halben bis einem Dreivierteljahr, weil normalerweise die meisten Leute so einen Vorlauf haben. Die haben ein halbes bis Dreivierteljahr Vorlauf. Und wenn dir jetzt die Hälfte wegbricht, dann merkst du in einem halben Jahr, dass du noch die Hälfte an Aufträgen hast. Und dann wird es schwierig. Und das ist auch eine Situation, die du nicht mehr so schnell ausgleichen kannst, weil rein mit dem Materialthema, dem Hersteller-Lieferanten-Thema, brauchst du auch ein bisschen Vorlaufzeit, damit du überhaupt die Ware ranbekommst. Wenn du in einem halben Jahr dann anfängst, dich damit zu beschäftigen, obwohl jetzt schon absehbar war, dass die Abschlussquote runtergeht, dann ist es zu spät. Und deswegen wollen wir uns das genau anschauen. Das Erste, was du überhaupt mal machen solltest, ist auch hier wieder genau über der Liquidität der Messbarkeit reinzubringen. Messbarkeit ist die Grundlage für jede Maßnahme. Wenn du es nicht misst, weißt du nicht, wie es steht und weißt nicht, was du tun musst, um es zu verbessern. Weißt nicht, ob du es verbessern musst. So, das heißt, was solltest du im Blick behalten? Du solltest natürlich im Blick behalten, was deine Abschlussquote ist. Das ist klar. Abschlussquote, du solltest im Blick behalten, wie viele Anfragen du bekommst. Und du solltest auch im Blick behalten, wie sich die Auftragswerte entwickeln. Also mir persönlich reichen die Zahlen nicht. Ich habe deutlich, deutlich mehr Zahlen dahinter bei mir im Unternehmen noch. Aber wenn du diese drei Zahlen im Blick behältst, am besten auf Wochenbasis spätestens, mal einträgst, wie viel Beratung hatte ich eigentlich, wie viele haben gekauft, also wie ist meine Abschlussquote, und dann im Blick behältst, wie viele neue Anfragen habe ich denn eigentlich und im Blick behältst, wie hoch ist mein Auftragswert, dann kannst du viele Situationen, die entstehen können, schon mal vorwegnehmen, schon mal vorweg verhindern. Nur mal als Beispiel, wenn du merkst, okay, die Abschlussquote geht runter, okay, dann kannst du überlegen, woran liegt das gerade. Du kannst mit den Leuten in den Vertrieb reingehen und gucken, okay, was ist gerade das Problem? Haben die Leute Ängste wegen des Preises? Hat sich vielleicht auch die Quelle der Anfragen irgendwie geändert? Ne? Ist es so, dass die Leute jetzt mehr vergleichen? Ist es so, dass die Leute jetzt sehr unsicher sind und vielleicht aufs nächste Jahr schieben? Das sind alles Dinge, die man auch in einem Beratungsgespräch tatsächlich beeinflussen kann, wo man auch Einfluss nehmen kann. Nicht bei jeder Person, aber bei vielen Personen kann man dafür sorgen, dass man die Einwände auch auflöst. Dazu musst du aber erstmal wissen, wie die Abschlussquote ist, um überhaupt rauszufinden, was die Einwände sind. So, Punkt 1. Punkt 2. Ja, schau dir an, wie viele Anfragen bekommst du denn jeden Monat? Wie viele Leute melden sich jeden Monat aktiv bei dir, die sagen, ich hätte gern Dienstleistung XYZ? Ne? Und wenn du merkst, es werden weniger, dann solltest du was tun. Ne? Was wir dir zum Beispiel anbieten können, ist, dass wenn du sagst, okay, es werden weniger Anfragen gerade, bieten wir dir einfach mal eine kostenfreie Beratung an und zeigen dir, was für ein Potenzial hast du eigentlich in der Region noch. Weil, obwohl es bei allen weniger wird, im Schnitt, kann es trotzdem sein, dass einzelne Unternehmen mehr Anfragen haben als früher. Das geht. Ne? Das ist einfache Umverteilung. Und diese Umverteilung, ja, nennt sich Marketing im Endeffekt. Und wir können dir gerne mal zeigen, was für Möglichkeiten wir der marketingseitig haben, um letzten Endes vielleicht auch dir ein paar mehr Anfragen dazukommen zu lassen, wenn du merkst, die Auftragslage geht runter. Thema 3, melde dich da einfach auf al-beratung.de. Da gibt es kostenfreie, gibt's einen Link und da kannst du eine kostenfreie Strategieberatung buchen. Sehr, sehr simpel. Und dann sprechen wir da mal durch. Ansonsten, Auftragswert geht runter. Auch so ein Thema. Was wir bei einigen Partnern feststellen, ist, okay, die haben, sagen wir, 3 Produktkategorien und die eine Kategorie funktioniert nach wie vor extrem gut, die andere Kategorie funktioniert sehr, sehr schlecht. Bedeutet, ich habe davor einen Auftragswert im Schnitt, sagen wir, ich mache Fenster und Türen, ich habe einen Auftragswert von 10.000 Euro gehabt, die Fenster 20, die Türen 5. Einfaches Beispiel, ist mega stumpf. So, jetzt stellt man plötzlich fest, warte mal, es kaufen gerade viel weniger Leute Fenster. Leute, wir machen mal noch ein anderes Beispiel, das noch ein bisschen greifbarer ist. Wir haben Fenster und Terrassendächer. So, Terrassendächer, Auftragswert von, sagen wir mal, von 20, 25.000, Türen vielleicht, sagen wir jetzt einfach mal 15, einfaches Beispiel, ne? Fenster, nicht Türen. Fenster 15, ne, und jetzt stellen wir fest, Auftragswert im Schnitt eigentlich bei 20.000, okay? Und plötzlich merken wir, der Auftragswert geht runter. Plötzlich merken wir, die Auftragswerte sinken. Oder sie steigen auch, das kann ja auch sein, aber der Umsatz sinkt. Ne? Auch das, wir sind alles Indizien, um zu gucken, verkaufe ich gerade weniger von Produkt XY? Und das kann ich damit halt rausfinden. Wir haben zum Beispiel Partner, das ist so, die haben, also einen konkreten Partner, kannst du als konkretes Beispiel mal nehmen, der hat Carports und der hat Terrassendächer.
Und er merkt ganz konkret, dass die Carports gerade viel, viel, viel weniger werden, weil Leute viel mehr bereit sind, bei Terrassendächern nach wie vor zu investieren, als bei einem Carport. Bedeutet für ihn aber auch, dass der Gesamtumsatz sinkt. Der Auftragswert tatsächlich bleibt der gleiche im Durchschnitt, also da ändert sich nichts dran. Ne? Aber die Abschlussquote geht bei den Carports rapide in den Keller. Na, was wir da jetzt zum Beispiel machen können, die Terrassendächer verkaufen sich genauso gut, wir erhöhen einfach das Budget bei den Terrassendächern. Plötzlich hat er mehr Terrassendächer, die er verkaufen kann, macht den gleichen Umsatz wie sonst. Wo er sonst darauf angewiesen wäre, dass sich jeden Monat ein paar Carports melden, ist er das jetzt eben nicht. Also Leute, die Carports haben wollen. Carports melden sich natürlich selten. Also von daher, da kann man relativ viel Einfluss nehmen. Wenn du merkst, der Auftragswert verändert sich, beobachte das. Es kann auch sein, dass deine Vertriebler plötzlich nicht mehr in der Lage sind, die vielleicht nochmal dreimal geänderten Preise, weil es ändert sich ja ständig gerade gefühlt der Preis und man sollte auch immer mitziehen, bin ich auch mal der festen Überzeugung, dass man die Preise immer an den Kunden noch weitergeben sollte und nicht irgendwie an Marge verzichten sollte, weil dann ist wieder Sicherheit, die für dir verloren geht. Letzten Endes, wenn du merkst, deine Vertriebler können die normalen Preise nicht mehr durchsetzen, dann musst du gegenhalten, dann musst du schulen, dann musst du gucken, kannst du vielleicht irgendwie das Paket anders gestalten, kannst du vielleicht auch, was auch eine Option ist, was der Kollege zum Beispiel auch macht, da suchst du einen Hersteller für Carports, der hat jetzt nur den absolut teuersten Hersteller, jetzt suchst du dann einen im normalen, erstmal mittel- bis hohen Bereich. Der hat jetzt aktuell nur Luxus, jetzt sucht er noch so im mittel- bis Luxusbereich, ne? Wo einfach noch ein paar Leute mehr gewinnen kann, die vielleicht jetzt nicht die 25.000 für den Carport ausgeben, sondern vielleicht nur die 20. Auch eine Strategie, kann man auch machen. Dann funktioniert umso besser, wenn ich mein Marketing da auch im Griff habe, ist klar. Das sind mal Dinge, die du im Blick haben solltest. So. Und was solltest du jetzt generell als Maßnahmen immer machen? Das Erste, was du immer machen solltest, absolute Grundempfehlung. Leute, die schon ein Angebot von dir haben, solltest du regelmäßig anrufen, du solltest regelmäßig mit denen sprechen und regelmäßig nachfassen. Ich habe da ein krasses Beispiel, ein Partner von uns, der macht Zäune und Terrassen, also der verkauft das Holz, der baut die nicht, das macht er deutschlandweit. Das ist quasi eine Art, na, Online-Shop ist nicht direkt, weil er plant die schon mit den Partnern individuell und schickt die denen dann zu und die wollen selber einbauen. So ungefähr ist der Plan. Der hat eine sehr, sehr gute Marge dran, also da sind wir schnell 40-50%, die da wirklich auch hängen bleiben. Was auch in Ordnung ist. Und bei dem ist zum Beispiel so, der gibt gerade bei uns im Monat 300 Euro Budget aus. Und der hat für diese 300 Euro Budget die letzten Monate immer so um die 3.000 bis 4.000 Euro geschrieben. Das rechnet sich, ja, ist aber, muss man sagen, nicht das, was er rausholen könnte. Weil er kriegt für diese 300 Euro Budget, dass du mal ein Gefühl hast, ungefähr 70, 80 Anfragen im Monat, was sehr, sehr viel ist für das Geld. Also normalerweise in vielen Bereichen kriegt man da gerade mal eine Handvoll oder vielleicht ein Dutzend Anfragen für. Aber muss auch sagen, so ein Auftragswert für so ja, eine Terrasse oder so ein Zaun ist halt auch nur 1.000, 2.000 mal 3.000 Euro. Ne? Und er hat jetzt letzten Monat, wir haben einfach wirklich, ich habe ihm gesagt, pass auf, mein Lieber, du sollst jetzt wirklich mal dir zur Aufgabe machen, jede Anfrage, jeden Tag, den du nicht erreicht hast, jede Anfrage anzurufen, plus du sollst die Leute, die schon Angebote haben, immer nachfassen, weil er schickt super viele Angebote im Monat raus. Wir empfehlen eigentlich immer, die Angebote mit den Partnern vor Ort, also mit den Kunden vor Ort zu besprechen, okay, ja, aber geht nicht immer, bei ihm zum Beispiel macht das einfach keinen Sinn, weil das halt deutschlandweit macht, ist in Ordnung, ne? Und er ruft jetzt aber jeden Tag die Angebote nach. Er hat letzten Monat statt den normalen 3, 4, wenn es hochkommt, 5.000 Euro, hat er 16.000 gemacht. Aus genau den gleichen 300 Euro. Die gleichen 300 Euro Input, 16.000 Umsatz. Hat dafür gesorgt, dass sein Gesamtumsatz den Monat halt deutlich, deutlich höher war als sonst. Er hat deutlich mehr dran verdient, hat jetzt die nächsten Monate das Budget einfach hochschrauben. Letzten Endes sehr, sehr lukrative Geschichte. Davor war es für ihn so, ja, mit unseren Kosten plus minus null, nicht ganz, schon ein bisschen profitabel noch, aber jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, es ist ein Mega-Burner. Aber einfach das kontinuierliche Nachfassen. Und das ist ganz wichtig, Nachfassen. Das kontinuierliche Nachfassen der Anfragen bzw. Angebote hat dazu geführt, dass er seinen Umsatz einfach mal verdreifacht hat oder vervierfacht sogar. Mit dem gleichen Einsatz, mit dem gleichen Budget. Natürlich ein bisschen mehr Zeiteinsatz. Aber der Zeiteinsatz, ich habe mit ihm gesprochen, 30 Minuten am Tag. Er hat quasi 30 Minuten am Tag investiert, um am Ende 13.000 Euro mehr zu schreiben. Kann man sich runterrechnen, sind 500 Euro für diese 30 Minuten. Das ist schon in Ordnung. Gut, wenn man jetzt die Margen einrechnet, sagen wir 200, 250 Euro. Ich glaube, so einen Stundensatz haben die wenigsten hier. Also das lohnt sich extrem. Und hier ist ganz wichtig an der Stelle. Früher war es so, da sind die Leute zu dir gekommen, dann haben die Leute gesagt, hey, ich habe da Interesse, ich will das Angebot auf jeden Fall annehmen, lass uns das machen so. Hat alles super funktioniert, da haben die auch gebettelt, kann ich es bei dir annehmen, weil bei den anderen kriege ich das nicht mehr. Na, heute ist es anders. Also heute, seit 3 Monaten so ungefähr. Man muss den Leuten wieder nachlaufen, weil die Leute sind unsicher, die haben nicht mehr die Mega-Motivation, ich muss jetzt was machen. Die sagen sich, ich würde schon, ja, ich überlege, aber vielleicht doch nicht. Und die ist vielleicht doch nicht, sorgt dafür, die melden sich nie wieder. Wenn du bei denen anrufst, kann das ganz schnell dazu führen, du rufst an und sammelst einen Auftrag ein. Jetzt auch wieder mit einem Partner, der gleiche Partner, der die Carports macht zum Beispiel, hat auch gesagt, der hat mal 10 Leute nachgerufen, die bei ihm Planungen gemacht haben für die Terrassendächer, hat direkt 2 verkauft. Innerhalb von, ich glaube, einer Stunde oder so, direkt mal einen Umsatz von irgendwie 40.000, 50.000 Euro reinbekommen. Und das geht. Und das kannst du genauso machen. Dafür musst du nachfassen. Gut, dafür musst du auch die nötige Anzahl an Anfragen haben, das ist klar. Aber dazu musst du einfach nachfassen. Und das werden Sachen sein, die in Zukunft, ja, die Spreu vom Weizen dran. Die Leute, die nach wie vor auf dem hohen Ross sitzen und sagen, jo, nö, der Kunde soll sich bei mir melden, die werden halt dann keine Umsätze machen oder weniger machen. Und die Leute, die halt nachgehen, ja, klar, die laufen dem Kunden hinterher, mag sein, aber dafür überleben sie halt und überleben gut. Ja. Und ich sag mal, solange es Leute gibt, die sich weigern nachzufassen, haben die anderen Leute einen sehr, sehr einfachen Job, ist auch klar. Ja.
Das zum zweiten Teil. Der dritte Teil wird nochmal sehr spannend. Da geht es nochmal etwas ins tiefere Thema rein. Ne? Jetzt haben wir die ersten beiden Sachen, nämlich Liquidität, ne, und den Vertrieb. Wenn du diese beiden Sachen im Blick behältst, diese beiden Sachen kontrollierst und halt wirklich dafür sorgst, dass die Standards eingehalten werden, dann wirst du keine großen Probleme haben. Und jetzt kommt noch die dritte Sache im dritten Video. Ich freue mich schon mal, verpasst auf jeden Fall nicht. Lass einen Daumen nach oben da für das Video. Gib dem Kanal ein Abo auf jeden Fall, damit du das nächste Video auch nicht verpasst. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal.